So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei KSP. Hier ist euer Missions Control Leiter Legolas und ja, die Rakete haben wir noch ein bisschen modifiziert. Und ich hoffe, jetzt endlich wird sie in den Himmel steigen. Throttle, Revolve, passt so. Das geht auch. Ja, da können wir wirklich hier reduzieren. Das hatte schon ganz schön Umf hier. Es hat sogar so einen Umf, dass ich die Triebwerke erstmal komplett abschalten kann. So, ich schalte mal komplett raus. Das können wir jetzt erstmal mit einem Solid Booster fliegen lassen. Da sparen wir ein bisschen Flüssigtreibstoff. So. Ja, da hatte ich mal irgendwann geplant, das abzukoppeln nacheinander, aber die werden ja alle gleichzeitig jetzt leer hier. So, die bringen uns ja schon mal eine gewisse Grundgeschwindigkeit auf. Hoffe ich mal zumindest. Ich tue mal ein bisschen die Triebwerke mit dazu zünden hier. So. Ah ja, die sind fertig. Abwurf. Das sieht ja auch so knapp aus. Ah ja, jetzt sind die da aneinander gestoßen. So, genau, verteilt euch ein bisschen hier. So, und wir müssen einkippen, dringend. Halt, das ist vielleicht ein bisschen. Oh, nein, 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 nein. Okay, wir machen einmal Kabolz. So, dreh dich rum. Jawohl. So, und gleich zünden wir wieder. Und zwar jetzt. So. Das hat mir jetzt ein bisschen die Steuerung durcheinander gebracht. So, und jetzt probiere ich nochmal leicht zu kippen. Das hat ja halt einen Überschlag gegeben, weil ich zu viel gekippt habe gleich. Diesmal brenne ich mal mit Vollschub. So, die sind leer. Weg damit. Eigentlich müsste schon genügen. Ja. Aber ich lasse trotzdem hier. Ich reduziere mal den Schub ein bisschen wieder. So, und jetzt gehe ich mal manuell auf die Bahn hier. Denn das war das letzte Mal ja, wie wir gesehen haben, viel zu spät gekippt dann. Dann sind auch leer. Weg damit. So, zeig mal her. Ich versuche mal hier ein Manöver zu planen. Einfach nur um zu sehen. Aha, wir müssten ganz schön viel brennen. Okay, aber das passt ja gleich. Da können wir ja gleich hier auf die Note gehen. Ja, versucht der zweite. So. Wenn ich jetzt nicht nochmal ausgeschaltet hätte, dann hätte es wieder nicht funktioniert. Und ja, die Atomtriebwerke, wenn anspringen, dann, ja, die könnte ich zwar jetzt schon mal zünden irgendwie. Da müsste ich nur das Ding hier erstmal wegschieben und. Ja, die könnten. Nee. Also. Das könnte reichen. Das könnte reichen. Wie lange noch? Eine Minute 40. Hm.
reicht der Treibstoff da so lang? Also das Ding verbraucht im Moment 62 pro Sekunde. Glaube ich, was Sekunde, ne? Ja. Naja. Mal schauen. Jetzt haben wir noch 2,8. Ja, das müsste noch irgendwie so eine Brenndauer mit dem vorhandenen Treibstoff, mit dem Triebwerk geben, sozusagen, dass man das hier weiß, weil ich kann das absolut nicht berechnen hier. Ist ja bei 60. Ja, wenn das weiter so viel Treibstoff hier verbrät, dann langt es eigentlich nicht, oder? 60 pro Sekunde oder so. Wobei doch, es müsste eigentlich reichen. Ja, jetzt wird er hin und her überlegen. Reicht's oder reicht's nicht? Reicht's oder reicht's nicht? Reicht's oder reicht's nicht? Ja, ich höre schon auf. Das nervt. Wie lange noch? 30 Sekunden. Also bei 1,30 waren wir jetzt gerade bei 4000 ungefähr noch. Das muss ich mir merken. Also ich hätte es jetzt auch ausrechnen können, aber nicht im Kopf, weil so gut wie im Kopf rechnen auch nicht. So. Das reicht gerade so. Ganz knapp. Also, naja, es reicht nicht ganz. Ja. Gleich ist leer. So. Weg damit. Und die müssen noch ein bisschen zünden. Ja, die brauchen jetzt ein bisschen länger. Die brauchen jetzt halt 45 Sekunden noch, um den Rest zu brennen. Tja, so ist es halt nun mal. Gut, das brauchen wir da, die Menschen, die haben wir jetzt weg. So. So, mal gucken, die idle momentan noch, die Panels. Ja, gut, die werden nicht brauchen. Denke ich mal. Alternator Output, aha. So, zeig mal her. 26 Sekunden, 25 Sekunden noch. Ja, da sind wir doch auf einem ganz guten Weg und diesmal fallen wir nicht zurück. So. Das haben wir diesmal zugemacht, die Tür sozusagen. Ja, jetzt sind wir im Orbit richtig. Denke ich mal. Also, wenn die Kamera so schwenkt. Das hat immer was im Orbit zu tun. So, nochmal auf den Punkt ausrichten hier. Möglichst genau brennen. Cut-off. Das langt so, das ist. Schauen wir uns die ganze Misere mal an. So. Wo sind wir denn? Ja, das ist ganz gut. So. Ja, jetzt ist man natürlich hier auf den Typ hier. ZS Target. Was haben wir denn für eine Ascending Node? Oder Descending 11 Grad. Dann ist der erste Schritt, dass wir die Neigung ändern. Also ich mache das jetzt nicht kombiniert. Ich setze jetzt mal hier auf der Ascending Node ein Manöver, wenn ich denn hier den richtigen Pfad finde. Jawohl, hier. Add Manöver. Na. Dann möchte ich den Wert bitte haben. Und das Manöver bitte wieder. So, in welche Richtung müssen wir denn drehen? Müssen wir hier ziehen, oder? Nee, hier ziehen. Hier ziehen zum Entfalten. So. Da seht ihr sehr schön, wie wir hier die Kurve anpassen können. Null. So. Boah, da müssen aber noch ganz schön viel was brennen hier.
Zum Glück haben wir ein Atomtriebwerk. Und zwar, das war jetzt der Antinormal. Ich richte mich mal darauf aus. So, komm, jawohl. Sehr schön. Da ist nämlich auch genau der Punkt. Und 2 Minuten noch. Okay. Ja, das heißt, wir sind 2 Minuten drin. Ich mache mal eine ganz kurze Testzündung. 2:35, okay, passt. Bleibt dabei. Dann warten wir mal vor. Aber bin nicht zu weit. Bei einer Minute, ja, etwas unter einer Minute 30 können wir brennen. So. Komm. Achtung. Langsamer Vorlauf. Ja, und jetzt können wir brennen. So. Treibstofftechnik soll das kein Problem sein. Damit kommt man ja nach Duna ohne Probleme. So. Jetzt ändern wir erstmal unsere Ausrichtung. Das kann man jetzt hier. Ja, indem wir hier praktisch nach unten fliegen im Prinzip. Von der gedachten Planetenachse hier jetzt. Kann ich euch leider alles jetzt so ganz genau zeigen, weil ihr meinen Mauszeiger nicht seht. Also ich habe jetzt bis jetzt immer noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Ja. Und so. Jetzt mal aufpassen hier. Aha, das nimmt ja ein bisschen ab. Ja gut, ja, wir gehen auf 81 hier, ja, genau deswegen. So. Kein Problem. Manchmal, wir richten noch mal uns ein bisschen nach der Note aus. Das hat sich doch ein bisschen verschoben, komischerweise. Ist nicht ganz genau auf dem Ding hier. War ja auch nicht ganz genau das Manöver auf der Note sitzt ab wahrscheinlich. So, jetzt sind wir genau auf der Note. Ich könnte jetzt nochmal abbrechen und nachjustieren, aber das ist unwesentlich weniger Treibstoff dann hier. Wir haben Atomtriebwerke und haben noch hier 12.400 drin. Ein Liter oder was auch immer das für Einheiten sind. Units, also da stand was pro Unit wird da verbraten zum Beispiel. So, jetzt nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Sehr schön. Das müsste man möglichst exakt fliegen, die ganze Sache hier. Und stopp. Das müsste jetzt genau. Na, 0,4, okay. So. Das kriegen wir aber auch hin. Da machen wir dann nochmal ein kleines Korrekturmanöver. Und zwar kann ich das ja schon mal setzen hier. Add-Manöver. Was haben wir gesagt? Ziehen, oder? Ja. Hoppla. Okay, das passt. Das sind nur 14, das ist nicht viel. So. 4 Sekunden, das ist ja gar nichts. Das ist ein kurzer Huster im Prinzip. So, Vorsicht. Manchmal ruckelt es da ein bisschen her. So. Ausrichten auf Antinormal. So, und Zündung.
Und stopp. Null. Perfekt. Hat geklappt. So. Jetzt müssen wir natürlich unseren Orbit ausweiten. Ist eigentlich egal, wo wir anfangen. Wir können hier, oder wir fliegen jetzt als nächstes auf die hat zu, auf die Node. Dann atmen wir hier mal ein Manöver. So. Dann machen wir erstmal hier hin. Ja, da kann man dann auch gleich gucken, wie man sich da annähert. Da kriegen wir jetzt sogar zwei Sachen hier. Das wäre eigentlich perfekt. Ja gut, die Apapsis da drüben. Naja, das kriegen wir alles hin. Separation von 31,8. Können wir da nicht irgendwas? Dann können wir so hin und dann wieder zurück. Ne? Das wäre auch was Neues. Dann hätte man das Triebwerk gar nicht gebraucht, so groß. Aber ja, ich habe ja noch was vor damit. Vielleicht. Ja, das heißt ganz vielleicht. Ich probiere mal was aus, ob ich die vielleicht noch ein bisschen zurechtkitzeln kann, die ganze Sache. Ja gut, das bringt eigentlich gar nichts. Ich kann es mal versuchen, dass ich da... Aber so genau kann ich wahrscheinlich auch nicht brennen. Das Beste ist 2,1 im Moment hier. Die Sache ist halt auch die Targetgeschwindigkeit. Ja. Wir müssen dann eigentlich aufs Target total abbremsen, dann fällt unser Kurs hier zusammen. Ja, das wird man alles so noch sehen. Ja. Wann müssen wir brennen? In 8 Minuten für 3. Ja, okay, da müssen wir aber ganz schön reinpowern. Aber das ist ja kein Problem. Wir haben ja ein Atomtriebwerk, wie ich immer wieder gern sage. Und das müsste jetzt hier pro Grad sein. Oder nee, doch nicht. Sag mal, warum ist denn das jetzt? Das ist der komische Marker hier. Das ist der Radial nach innen. Oder? Ja. So. Es geht einfach, bis ich da wieder rum manövriere hier von Hand hier. Wenn ich da immer ein bisschen in die Nähe von der Node hier lenke mit diesem Stabilitätsmanagement-System hier. So. Jetzt gehen wir da auf das und jetzt bewege ich mich auf diesen Kurs zu. Natürlich, klar, wir haben ja noch ein bisschen dahin, deswegen ist die Node jetzt nicht auf Prograde. So. Das ist genau auf Target hier. So. Und jetzt tun wir mal hier Stoff geben. Bei 1, nee, fast bei 2 Minuten müssen wir zünden. Bisschen 102 eigentlich, 250 oder so. Ne, 1,50 meine ich natürlich. Quatsch. Ich verzähle dann Schmann, wir müssen jetzt zünden, so. So. Das war falsch. Immer schön auf den Punkt bleiben, jawohl. So. Relative Geschwindigkeit 400 Meter pro Sekunde. Aha. Ja, das ist etwas schnell. Ich glaube, das kann der Kleine nicht mit seinem Raketenrucksack abbremsen. Naja. Mal schauen. Jetzt wird mich aber mal eins interessieren. Sieht man hier irgendwelche Hitzeanzeigen?
Ja, wobei ich kann die Radiatoren nicht einschalten, das ist kein Problem. So, laufen bei 16,7%. Jetzt geht sie langsam hoch, weil es entsteht doch ein bisschen Wärme. Und irgendwann werden die Dinger leicht rot oder ganz rot und die sollen ja die ganze Sache von der Struktur, die Wärme wegnehmen. Gut, man braucht die vielleicht nicht unbedingt, aber sicher ist sicher. Und ich habe jetzt auch die Solarzellen bewusst noch drin gelassen, weil im Moment wird ja über das Triebwerk Energie erzeugt. Von daher. So. Auch ganz schön. Ich wollte nur mal gucken, weil der Stöpsel hier da unten, hier, so der Tank, da so verdächtig aussieht. Nicht, dass der irgendwie anfängt zu glühen irgendwann. Es ist halt wirklich schade, dass man nicht sieht. Eldenator Output 5. Ich weiß nicht, ob das was mit der Kühlung zu tun hat. Ich kann ja mal kurz. Seitliches Shutdown, ja. Ja, gut, da kann man nichts sehen, eigentlich. Jetzt ob die jetzt hier. Dadurch schlechter werden noch nicht. Also beim Bohrer zum Beispiel, bei der Raffinerie. Ist es angeblich so, dass je wärmer die Dinger werden, umso schlechter ist die Effizienz. Die muss man normalerweise auch kühlen. Aber ich habe da noch nicht wirklich viel mit gearbeitet. Darum kann ich da nichts Genaues sagen. Wir müssen noch ein bisschen nachjustieren. So. Wir sind ja auch gleich so weit. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier den Punkt überfliege. So. Ich schalte mal wieder rüber, damit wir die ganze Sache hier sehen. Naja, gut, das wird wahrscheinlich nicht genau funktionieren, so wie Zill. 100%ig kriegt man das nie hin. Bin jetzt schon auf der X-Taste, dass ich bremsen kann. Also, ja, bremsen in dem Sinn nicht, sondern Triebwerk ausschalten. So. Hau die Note hier langsam ab. Und stopp. So. Passt soweit. Ja, jetzt hat sich das natürlich geändert, ne? 1,70 seht ihr, auch die relative Geschwindigkeit 400, ja. So. Jetzt muss ich gucken, wenn ich hier oben bin, muss ich das nächste Manöver dann setzen. So, das kommt aber allerdings erst in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Legolas. Ciao.